Zum Beispiel Ja, diese das haben sie. Monopoly spielen wir auch zu selten. Monopoly Disney oder was? Was für Monopoly Disney? Ach, wir hatten ja gar kein Monopoly Disney, ich Nein, dachte. aus dem Alter bin ich raus. Was denn dann für ein Ja, wir Monopoly? haben doch das Deutschland Monopoly. Ah! Ja, stimmt. Ich wusste es gar nicht mehr, was für eine Version wir haben. Es gibt ja so zig verschiedene 100 Millionen Versionen. Hatten sie jetzt auch im Fernsehen gebracht hier, dass es Social Media Ja, das Monopoly ist gibt? Facebook Monopoly. Ja, was aber nicht so gut ankam, weil da einfach die Felder fehlen und man da unweigerlich irgendwie bankrott geht oder sonst Ja. was. Oder einfach nicht an genügend Geld kommt. Bisschen unausgedacht. Hauptsache Facebook ist überall Ja, vertreten. das stimmt. Ja, ich meine, ich bin ja momentan auf Facebook eigentlich relativ inaktiv. Also zumindest mit meinem privaten Account auf jeden Fall. Den nutze ich ja fast auch nie sozusagen, wenn dann nur den Fan-Kanal. Weil momentan nervt es mich eigentlich irgendwie. Bin momentan ein bisschen Warum? angenervt von Facebook, weil jeder schreibt und alle wollen irgendwas und du kannst schreiben, ich scheiße in die Ecke und alle, yay, gefällt mir. Ja, ist Ja. total. Das ist Ja, total normal. schwachsinnig halt. Ambrosium haben wir wieder hier. Und die nächste Zanitachse ist schon fast wieder kaputt. Okay. Ich fress die Dinger, Ja, glaube ich ich. glaub's langsam auch. Apropos fressen, ich sollte mal wieder was hier, eine Orange zwischendurch essen. Nom 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 nom. Nom. Und dabei gerülpst natürlich noch. Oh, jetzt habe ich meine Fackel wieder abgebaut, die Pfosten. So, der Gang hier könnte auch noch weitergehen. Den hat Butz nicht weit genug Welchen? gegraben. Ach, in deinen ersten Gängen bin ich gerade hier drin, die noch ein bisschen erweitern und noch ein bisschen in die Länge treiben, dass man vielleicht noch mehr Gravitite Das findet. wird ja wieder ge Gravitite geil. Ja. Ich meine, wir haben da ziemlich wenig gefunden. Ich hatte vorhin so einen geilen Lauf in dem einen Gang, aber dann hast du Haufen Gänge, wo nichts ist. Ja, normal, ne? Das ist scheiße, ist das. Ich meine, ich habe schon wieder so ein penetrantes Lied hier, das muss ich mal weiterschalten. Nur mit Snare-Drums die ganze Zeit. Okay. So. Ach, der Frella hat mir heute auch erzählt, dass irgendwie sein kleiner Bruder jetzt Drums bekommen hat und dass er wohl schon ziemlich gut abgeht. Okay. Fand ich auch ganz lustig. Habe ich gesagt, hier gleich Video machen, du Gitarre, dein kleiner Bruder Drums und dann auf Na, YouTube auf jeden hochladen. Fall. Falls ihr den, falls nicht, Wenn er das jetzt hört, fühlt er sich wieder verpflichtet. falls ihr ihn nicht kennt, Frelle Games, findet ihr bei mir und bei Keltorio in der Abo-Box. Und wenn ihr natürlich so ein Video jetzt sehen wollt mit seinem kleinen Bruder und mit ihm, wie sie da voll die Session spielen, dann einfach fleißig in die Kommentare schreiben, dann muss er das nämlich machen. Richtig, die Masse zwingt nämlich dann die Genau, Leute. sowas nennt man Gruppenzwang. Ach Mensch, also ich Was? finde ja heute gar nichts. Ich finde auch kein Gravitite mehr. Ich glaube, ich erweitere nur noch den ein oder anderen Gang ein klein bisschen und dann würde ich sagen, könnte man auch schon wieder nach oben spazieren. Und das Ganze vielleicht bleiben lassen hier unten, weil wir haben jetzt hier schon eine ziemlich große Fläche Ja. abgeackert. Und es wäre doch blöd, wenn die Leute dann haufenweise Folgen nur ackern hier Ja, sehen. finde ich auch. Das ist ja dann weniger interessant. Da hast du wohl recht. Wobei es gibt ja bestimmt auch einige Leute, die unsere Folgen nur hören und nicht richtig angucken. Solche Leute gibt es Ach ja, immer. was mir ab und zu mal auffällt, ist, dass sich die Leute teilweise gar nicht anschauen, die Folgen, sondern die schreiben einfach nur irgendeinen Kommentar. Ja, das sieht man meistens schon da, wenn nach den ersten Sekunden eines Videos schon ein cooles Video oder sowas Ja, geschrieben wird. Man auch gar nicht wissen kann, ob es cool ist. Oh, ist die Insel zu was Ende? ich immer so ganz lustig finde, sind die ersten Kommentare. Ich meine, die habe ich zwar ganz selten, aber Also die stören mich mittlerweile schon gar nicht mehr, ehrlich ich gesagt. weiß nicht, was die Leute damit erreichen wollen. Mittlerweile jucken die mich irgendwie gar nicht Ja, mehr. also
ich habe die ja eh selten. Von dem her, mich interessieren die auch nicht besonders, aber... Weiß, schreibe ich da noch drunter Glückwunsch oder sowas, ja. Aber also, kann man halt sowieso nicht ausstellen. Es kommen immer wieder neue Leute auch dazu, die dann das erste Kommentar wieder schreiben. Ja, aber wäre es auf so einen Mist gekommen, frage ich mich immer. Wie kommen die Leute darauf, erste zu schreiben? Bei den ganz großen Abonnenten ist es bestimmt schon eine Kunst, erster zu sein, weil die so viele Abonnenten haben dadurch wahrscheinlich. Oh, ich habe auch wieder Kugeln gefunden, die orangen. Aber das dann halt bei kleineren YouTubern wie uns reinzuschreiben, ist wirklich sinnlos. Ja, klar. Das kann jeder. Nein, ich habe mir so eine orangene Bubble. Was hast du wieder? Ein Continuum Orb? Ich bin voll... Drei. Er schmeißt doch Holy Stones weg, davon haben wir so viele. Ja, super. Die braucht ja keiner. So viel hier, wie wir haben. Wir haben ja fast die ganze Insel hier nackt gemacht, sozusagen. Ja, du hast gesagt Strip Mining. Also, ja. Mach dich nackig, kleine Insel. Ich habe jetzt auch keine Spitzhacke mehr, von dem her ist schon wieder alle. Ich würde auch sagen, wir gehen mal nach oben. Die Werkbank? Ach, da hat sie hingestellt. Ich mache mir nochmal eine Spitzaxt. Ja, Spitzhacke. Ich will nur noch die kurzen Gänge hier ein bisschen weiter meinen, um zu gucken, ob da vielleicht nicht doch noch ein Gravitite ist, was ich jetzt sonst verpasst hätte. Ich bin Gravitite-süchtig jetzt geworden. Andererseits, 11 Gravitites sind natürlich schon viel. Hast du eigentlich auch überhaupt welche gefunden, oder? Nö. Nicht wirklich. Oh Mann. Das gibt's da nicht. Nee, bei mir läuft's heute gar nicht. Ich habe aber dafür in den letzten Folgen ziemlich viel gefunden. Viel? Gravitite haben wir doch plus 3 bisher gehabt. Ja, Gravitite, aber allgemein ziemlich viel. Ah, okay. Ja, klar. Das stimmt natürlich. Also erstaunlich, wie viel ich hier buddeln. Im normalen Minecraft-Let's Play, glaube ich, hätte ich gar nicht die Geduld, so viel zu buddeln. Aber das hier, dadurch, dass es was komplett Neues ist, ist es wieder interessant. Das stimmt, irgendwie. Ja. Selbst stupides Dubbeln. Buddeln. Buddeln. Dubbeln. Dabbeln. Dobby der Hauself. Ich bin auch dein Hauself, ja. Ich meine aber Dobby von Hex. Ja, kannst ruhig erzählen, wie du mich immer nennst. Warum? Ja, warum? Hagrid nennt dich auch ab. Netzwerk, warum nennst du mich Hagrid? Weil deine Haare frisch gewaschen, so plusterig und aufgebuscht sind wie die von Hagrid. Seht ihr mal, wie liebevoll mein Partner zu mir ist. Er nennt mich Hagrid. Eine Mähne wie Hagrid. Also ich schon an Ecken teilweise zu wenig Haar habe, hast du zu viel. Aber wirklich, das ist schon... Ungerechte Verteilung. Ich habe ja gesagt, du kannst ja gerne ein bisschen was haben. Na, gibt's ja nichts. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt hoch. Ich habe jetzt keine Lust mehr hier. Ich bin hier unten im Strip-Mining-Gang. Wo bist du? Du bist hier in einem anderen Gang. Ach, da ja, hinten. Ja, ich bin von dem... Von dem Gang nebenan bin ich jetzt in dem Gang gelandet. Ach so. Spielen wir fangen ähnlich. Es buddelt der schon wieder, ich glaube es hackt. Ja, jetzt hast du mich überzeugt, weil du noch in dem Gang warst, wollte ich noch mal gucken, ob es hier Gravitite gibt. Ich kann es halt nicht sein lassen. Ich will Gravitite haben, Mann. Gravitite, geiles Luder. Ja. Sehr kelle. Kann doch nicht sein, dass das alles gewesen ist, dass wir nur 11 Stück haben. Ich meine, was können wir uns daraus machen? Schwert, okay, was noch? Nix weiter. Boxhandschuhe vielleicht noch. Aber das war's. Das ist doch blöd. Oder vielleicht sollten wir mal die Orbs auch einsetzen. Vielleicht kriegen wir dann noch mehr Phönix-Sachen. Das wäre vielleicht noch besser. Also hier sind immer wieder einfach so Löcher in den Stein. Ja, so kleine Mini-Höhlen halt. Aber keine. Ja, hatte ich auch gerade wieder. Nee. So, die eine Spitzhacke, die mache ich jetzt halt noch kaputt. Die dürfte gleich kaputt sein und dann
Dann mache ich die Fliege. Nicht nur du. Dann habe ich genug gesehen hier unten. So, und die ist gleich kaputt, die Spitzhacke. Gleich. Die letzten Steine jetzt. Jetzt müsst ihr eine volle Ader Gravitite auftauchen. Meine auch kaputt. Na, fast gleich. Ja, jetzt ist meine auch kaputt. Na, dann gehen wir mal hoch. Ich sammle hier wieder nur Steine auf. So, ich renne jetzt mal hoch. Was für eine Minenlandschaft wir uns hier gebuddelt haben. Unglaublich. Theoretisch könnten wir direkt unter unserem Haus eigentlich auch mal die Insel so runtergraben und dort so ein System aufbauen. Auf jeden Fall, ja. Dann wären wir immer direkt zu Hause. Da hast du recht. So, jetzt suchen wir mal den Weg heim, dass wir da ein bisschen was abladen können von dem ganzen Mist. Hä, was ist hier schon wieder für ein Ding? Das war meine erste Strip-Mining, die ich gemacht habe. Okay. Da war aber nicht viel drin, nichts Ertragreiches. Da hatte ich keinen Gravitite gefunden. Okay. So. Na, siehst du mal, kannst du mal froh sein, dass ich mich hier runtergebuddelt habe. Und draußen an der frischen Luft. Ich glaube, heimzu ging es irgendwo links, ne? Ja, Waypoints kann man ja leider keine setzen. Ne, hier nicht. Ach, da oben springen ja die Hasen rum. Da hinten ist ein Molua oder Malua oder wie die heißt. Wow! Ah, schwarze Wolke direkt hinter mir. Hau ab. Und kaputt. Hinter dir. Nee, ich sah gerade aus, sei hinter dir so ein Vogel oder irgendwas. Schon wieder so eine schwarze Wolke. Boah, jetzt bin ich übelst lahm. Wo bin ich denn jetzt so übelst lahm? Ich auch gerade, Verlangsamung. Das kann durch die schwarze Wolke passieren, weil die Leute haben gesagt, die schwarze Wolken tun einen verlangsamen. Ach, da hinten ist unser Haus, jetzt sehe ich's. Hinter dir. So. Wo ist unser Haus? Wow. Du läufst schon in die richtige Richtung. Wir müssen hier oben lang. Da ist so eine garstige Wolke. Nach unten oder nach oben? Boah, die garstige Wolke. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich bin tot. Has been stuck with Frostbite. Oh shit. Ich versuche gerade zu entkommen. Schön. Die ganze Scheiße ist weg. Na toll. Ich versuche gerade mal. Hau ab, du fucking Skelett, ey. Weißt du, was ich jetzt versuche? Ich versuche mal hier das Ganze. Wo bist du gestorben? Ich versuche mal die ganzen Holy Stones hier wegzuhauen und nehme mal das Wertvolle von dir mit. Ja, vor allem finde ich ja jetzt ja nicht mal mehr zurück. Du bist durch so eine schwarze Wolke gestorben. Bist du da runtergefallen irgendwo, Nein. oder? Ich bin durch die schwarze Wolke gestorben. Da, wo du zuletzt auch warst. Ja, hier ist die bei der Werkbank in der Nähe. Hier ist die schwarze Wolke, aber hier sehe ich. Ah, hier sehe ich deine ganzen Wenn Items ich wüsste, liegen. Wo du bist, dann würde ich kommen und dir hier was. Boah, die schwarze Wolke. Scheiße. Wo bist denn du? Jetzt macht die mich auf. Da, wo du gerade warst. Ja, wenn ich wüsste, wo das ist. Wow. Wow. Bitte heilen. Nein. Komm schon. Ich habe ein halbes Herz und hier ist ja, ein scheiß Vogel. Ich weiß nicht, wo du bist, Mann. Moment, der kriegt mich gerade nicht. Ich hoffe, das bleibt gerade dabei. Wo bist denn du? Moment. Ich versuche mich gerade zu regenerieren hier. Den Vogel habe ich auch gekillt, sehr schön. Ah, verpiss dich, du schwule Vogel, Mann. Kackvogel. So, was hat Baby Butz hier verloren? Ach, schauen wir doch mal nach. Du. Ja, hier ist guck mal, hier sind deine ganzen Sachen, die kannst du einsammeln, die sind noch da. Komm, sammel alles ein. Ja, sehr schön. Da muss ich es nämlich nicht mitnehmen. Sehr gut. Da kann ich nämlich meine Steine wiederholen, die ich weggeschmissen habe. Die müssen wir dann ja nicht wegschmeißen. Nee.
Wenn ich sie noch finde, ah, da sind sie. Lalalala. Hast du noch zwei Perlen von mir? Ich habe was eins, zwei, drei, vier. Perlen habe ich nicht, nee, ich habe so Ambrosium bloß von dir eingesammelt. Okay, dann fehlen nämlich zwei so Perlen. Schade. Ach, naja. Achtung, hier kommt eine Wolke. Kannst du mich vielleicht ein bisschen beschützen? Ja, warte mal. Bleib mal, wo bist denn du schon wieder? Richtung Heim? Ja, du musst auch auf mich warten, Mann. Du haust immer einen verraten, ich bin doch dasselbe nicht mehr zurück. Ja, weil ich so lahm bin. Ich muss zusehen, dass ich heimkomme. Ich habe Haufen Gravitite in der Tasche. Ja, das ist nur schön. Ich hab nicht mal ein Schwert. Na, das hab ich ja. Gib mir mal ein Schwert, hallo? Wie soll ich dich beschützen, wenn ich nicht mal ein Schwert habe? Du kannst ja boxen. Wie Moment, wir sind ja gleich boxen? Zu Hause. Moment. Ach hier, ich habe ja noch ein Schwert übrig. Nimm das da. Ja, das ist ja halt wahrscheinlich auch noch mein Schwert. Ach, das kann sein. Ich hatte ja kein Steinschwert mehr. So, jetzt müssen wir hier oben lang. Wo bist denn du schon wieder? Boah, das regt mich so dermaßen auf. Ich bin nur auf dem Weg zu unser Haus und da sehe ich es schon. Gleich geschafft. Gleich sind wir da.